Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Butchern von Kalle den Ultramapper. So, wir wollen ihn zum Händler. Ich hab da mal so einen Güllebomber gekauft. Wir wollen das mal ausprobieren. Ob das jetzt vernünftig geht oder nicht, nee, tun wir ein bisschen Gülle grubbern. Weil, warum sollen wir es nicht machen, wenn wir es können, ne? Kaufen wir ein bisschen Gülle zu. Und probieren das mal aus. Ganz einfache Kiste. Denn nur wer neue Wege geht, kann auch neue Wege ergründen, oder? Ist okay. Läuft. Schickes Fass organisiert da. Und ist heute ein bisschen horkelig. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber eigentlich alles gut. Cosplay, ne? Cosplay frisst auch FPS. Mäht mal mit Cosplay. Du siehst sofort, dass deine FPS runtergeht. Aber richtig. Also, da kannst du nicht von der Hand weisen, du. Und wir müssen die Pferde eigentlich auch noch rüberholen, ne? Aber wir haben noch kein Heu. Wir wollen jetzt erst ein bisschen hier mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich hab da keinen Plan. Oh, du hast GPS. Ein Segen. Schon gedacht, hier kann ich GPS drauf. Wir brauchen ja GPS. Aber Glück um brauchst du ja GPS, ne? Wir haben ein schickes Fass geholt. Für meine Verhältnisse finde ich das gut. Oh, wir haben hier noch so viel rumstehen. Muss auch noch alle zum Hoftuch. Ich habe mich hier fürs Depot entschieden. Das hat angeblich diesen John Deere Gülle-Sensor dran, ne? Bringt wo immer gleich, bringt Stickstoff aus. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe da keinen Plan von. Wollen wir mal ausprobieren, ne? 12,5 Kubik. Ich finde das ganz passend. Ob wir da auch wohl drankommen? Sie nischte, ne? Sieht einer was? Nee! Ey, das war so klar wie das Arm in der Kirche, ne? Schickram. Svenny, einmal bei die Sache sein hier, du. Schickram. Warum fällst du denn um, du Gejappel? Na, da habe ich auch immer einen Kriegsfuß mit. Schickram. Könnte ja auch mal was klappen, ne? Wo ist das? Ich krieg Hitzewallung, ne? Ich glaube, ich komm in ein Alter, wo das nicht mehr so gut ist mit Wärme, ne? Cool. Danke. So. Ist das Gerät wieder wechseln? Nee, Straßengang rein. Dritten Gang, Abflug. Müssen eben zum Hof voll machen. Damit der Laden läuft, ne? Dreschkasten da hinten macht auch was er will, ey. Weiß ich auch nicht. Schon ein bisschen kurios. Ja, ich hab ewig keine Gülle mehr gebombert, ne? Oh, ich mach das eigentlich ganz gerne. Gülleform.
Mit dem schicken Schlepper macht er da richtig Laune, ey. Da kannst du richtig schön viel Zeit bei verbringen. Muss ich konstellig sorgen. Muss ich ja sorgen. Heute ist aber auch Leck des Todes, du. Ich hoffe, der lädt da jetzt. Bin mir nämlich nicht sicher. Nicht, dass ich den Trigger da zu weit rangesetzt habe. Oder zu nah an den anderen. Was machen wir hier? Lauf, guck mal, guck mal. Mach du mal voll. Du ärgerst mich echt den ganzen Tag nur. Du hast ja auch nur Blödsinn gemacht. Nee, 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 nee. So geht den nicht. Ja, haben wir die nächste Ecke aber auch schon abgefrühstückt, ne? Aber wir haben auch noch ein paar Flächen, ne? Genau eine Bahn stehen lassen. Ich sehe denn immer so schlecht wegen dem GPS-Monitor da, ne? Hatten wir den nicht letztes Mal rübergeschoben? Aber da war das auch Müll, oder? Ach, geht jetzt wieder nicht. Güllefass ist auch voll. Könnten wir auch direkt hier Gülle fahren. Ne, wir fangen erst auf der 10 an. Bodeninformationen haben wir. Der kann raus. Nächster Wegpunkt fahren wir später um. Am nächsten Morgen. Ich wollte das eben hier nur schnell abfrühstücken. Wir wollen dann immer Gülle fahren ausprobieren, ne? Da habe ich richtig Bock drauf. Die RTK-Hütte habe ich, glaube ich, gar nicht gesetzt, ne? So, jetzt wird's wieder kriminell, ne? Richtig schicki funny Blödsinn hat er hier gemacht. Da kann's nicht sein. Wir wollen doch Gülle fahren, Mann! Mach mal hoch, dann läuft das auch. Bleib mal jetzt hier stehen, wir fahren jetzt Gülle. Wir brauchen auch erst ein Bild, ne? Druck! Alter, nein, mir ist warm. Richtig hinsetzen, ne? Ist immer wichtig. Ja, dann kommen wir hier losfahren, ne? Irgendwo sind wir drüber gefahren. Nicht aufgepasst. So läuft der Laden. Wasserfahren müssen wir auch noch, ne? Es ist noch so viel zu tun hier. GPS schon mal anmachen, ne? Damit sich dort warm läuft. Wir müssen das ja jetzt so ein bisschen einfahren, ne?
Dann klappt das auch gleich. Ich hab's Reden vergessen, tut mir leid. Habe ich manchmal in letzter Zeit. Da habe ich auch gar keinen Bock zu reden. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. In letzter Zeit bin ich echt redefaul geworden. Hat man, ne? Gibt so Tage. Striptill. Ey, ich muss mal gucken, ey. Ich habe damals vom Sven da so ein Ding gekriegt, ne? Wie das in der XML aussieht. Und dann könnte ich mir rein theoretisch doch da auch einfach den Flugstatus wieder eintragen, ne? So, wir brauchen jetzt erstmal GPS. Ausnahmsweise. Automatische Breite. 6,20 Meter. Stimmt das? Lass uns mal eben nachgucken. Ich bin mir da nie so sicher. 6,20 Meter, Tatsache. Alles klar. Dann mach nochmal hier. 6,20 Meter. Ja, das passt, das passt. So, dann setzen wir jetzt erst einen O-Punkt. Können wir doch jetzt einen B-Punkt setzen, ne? Und dann tun wir hier Feld 10, Glückrobot. Speicher das mal hier. Alles klar. So, dann würde ich sagen, fahren wir nochmal an Anfang. Und wir müssen die Ausbringmenge einstellen. Oder macht er das jetzt automatisch? Ja, kann er ja auch automatisch machen. 80 Kubik ist eigentlich, finde ich, ganz gut. So, wir fangen in 1 an, ne? Hier. Fahren wir mal rein. Gang sollte es reinmachen, ne? Mach den Hobel mal an. Und mach mal runter. So, wir fahren jetzt 80 Kilo. So. 32 Kubik den Hektar. Das wird interesting. Da sind wir aber fleißig angefahren, du. Zieht der so weg, ne? Soll nie erzählen. Ist ein Ruder. Der zieht alles. Sei hier immer wieder. Boah, schönes Bild, oder? Ja, wenn wir ganz schön viel gefahren müssen, du. Guck mal hinten die Reifen, ey. Schön, schön, schön. Auch hier. Da hat der Sven mir damals mal so eine Flugfunktion eingebaut, ne? In diesen Tiefengrubber. Da hast du dann direkt automatisch mit geflügt. Das war eigentlich total genial, ey. Jetzt ist das ja mehr so eine Grubberfunktion, ne? Vorsicht, Leute, Svenny ist unterwegs. Kommen wir hier mal rein, ne? Irgendeine Bahn werden wir ja wohl treffen. Ungefähr gucken. Dann ist die Passung aber zu früh. Hey, läuft hier. Sieht man auch selten auf diesem Kanal, ne? M3,3. Fährt aber konstant 80 Kilo N, ne?
Dann brauchen wir hinterher nicht mehr so viel Mineraldünger drauf kloppen. Ist wahrscheinlich mal ganz sinnig, oder? Aber wir müssen eine Drille nehmen ohne Düngefunktion. Ich würde ja gerne eine Direktsaat nehmen, aber ich glaube, das wird nicht klappen. Jetzt machen wir ja im Endeffekt Stoppelsturz, ne? Das kennt ihr gar nicht an als Stoppelsturz. Robert direkt, ne? Passt, ne? Ja, läuft. Guck mal. Premium. Was willst du mehr, oder? Sag mal, ganz ehrlich. So schickifani. Hält konstant 18 Kubik. Ja, guck mal, jetzt knallt da eine ganze Ecke weniger raus, ne? Lichtverlaubnis, ja, okay, mit am Bogen, ne? Feine Sache, ne? So macht das auch Spaß, ne? Und ist mal was anderes, nicht immer dasselbe, versteht ihr? Da kannst du die Lockerflocke in die Bahn reinlenken. Machst gerade. Guckst, das ungefähr passt, machst du runter. Oh, wieder viel zu früh, ne? Na egal. Aber das läuft, Leute. Den Rest machen wir halt mit Dünger, ne? Aber so sparen wir uns echt schon mal. Die Matte nur 60 Kilo. Okay. Nicht am Boden, ne? 70. Oh, das kriegen wir hin. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!